Ja, hier scheint noch jemand Strom zu ziehen. Wir Ich. sind nicht allein. Es ist doch kein Lost Place mehr. Wir müssen abhauen. Ich bin auf. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Video auf unserem Kanal. Heute geht es hier hinten in das Fabrikgebäude. Ja, ich bin nicht allein unterwegs, Caro ist natürlich auch mit dabei. Auch die Urbex Michi begleitet uns. Also, viel Spaß beim Video. Ja, die zwei Amazonen sind auch wieder mit dabei. Da ist die Tür schräg, das sieht ja noch aus. Willkommen. Wow. Das hat ein Flair von einer Theaterbühne. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ja, wir sind hier auf Lost Place, wie ihr seht. Alte Fabrikanlage. Das A-Team war hier. Rumpelkammer. Ja, das ist ein großer Raum. Ja, war schon mal. Ja, keine Ahnung. Schwer zu erkennen jetzt. Ja. Aber hier ist eine Tür. Ah. Hier wurde was gelagert. Hier sieht man ja noch, hier ist rein und raus. Ja, da stehen jetzt noch zwei Maschinen. Das könnte hier eine Fräse gewesen sein. Das ist noch die Halterung für das Werkstück. Kam ja hier drauf. Und da haben wir dann auch noch was. Hm.
Also für mich sieht das aus, als ob man dann hier auch das Werkstück eingespannt hat. Da kommt dann halt das Werkzeug ran zum Bearbeiten. Mehr ist eigentlich, kommt das anblicksmäßig, denke ich, so wie eine Drechselmaschine. Ja, wie eine Drechselmaschine. Nur halt wahrscheinlich nicht für Holz, sondern für Metallteile. Hier geht's runter. Da unten ist der Van. Der Van? Und darüber dann die Werkstücke. Ja, dann gehen wir mal weiter nach oben. Da sind noch zwei Türen. Ein alter Dachboden. Na, dann versuchen wir mal den anderen Eingang. Eine ganze Putz von der Decke. Ja. Toiletten und hier ein Waschbecken und Duschen. Also war das hier wahrscheinlich Fabrikgelände, wo es da doch sehr dreckig herging, dass die Mitarbeiter sich duschen konnten. Das ist doch gut. Das Dach ist komplett runter hier. Und dann hier, erst die Etage weg, drunter in die nächste Etage. Wahnsinn. Und die Bäume wachsen schon wieder. So, wir sind im Nebengebäude. Und zur Sicherheit, was sagt man immer? Hallo? Ist da wer? Und um ehrlich zu sein, da ist auch jemand. Die Uhr weckt Michi.
Kerzen mal gebrannt. Upsala da. Echt hoch. Oh ja, hier war der Brandherd. Hat jemand seine Schreibmaschine schon mal angelassen? So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir verabschieden uns von euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das reicht, ja? Meinst du, es ist jetzt... Ja.